Veganismus rettet nicht die Welt und auch nicht die Tiere in ihr. In einer kapitalistischen Welt vegan zu leben, mag das Gewissen beruhigen und eine legitime, widerständige Praxis der Verweigerung sein. Es bedeutet jedoch nicht, kein Leid zu verursachen oder moralischer zu sein als andere. Es kann allerdings als bequeme Ausrede dienen, nicht an den Produktionsverhältnissen zu rütteln, also am Kapitalismus. Das kann man lesen in dem aktuellen Buch von Mira Landwehr, Vier Beine gut, zwei Beine schlecht, zum Zusammenhang von Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit Mira Landwehr sprechen darf. Hallo Mira. Hallo, guten Morgen. In Beschäftigung mit dem Thema und in der Vorbereitung des Interviews, da ist in mir so eine kleine Angst aufgekommen, und zwar eine Angst vor Missverständnissen. Ich habe in meinem Freundes-, Familien- und Kollegenkreis sich vegan ernährende Menschen und dachte ich, da sind doch die Missverständnisse schon vorprogrammiert und eine leichte Angst stellte sich ein. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Also ich glaube, du meinst damit so, dass du dadurch in so eine Rechtfertigungsposition kommst irgendwie. Also ich gehe davon aus, du isst ab und zu vielleicht mal Fleisch oder andere Tierprodukte und man bekommt dann von manchen Veganerinnen und Veganern, nicht von allen, aber von manchen dann gerne so die moralische Keule präsentiert, und es geht dann darum, um so eine moralische Erhöhung, die da immer mitschwingt, also bewusst oder unbewusst vielleicht, das weiß man manchmal nicht so ganz genau. Also ich kenne das auch aus eigenem Erleben auf jeden Fall, und bei mir geht das dann noch in so eine andere Richtung, da ich halt dieses Buch veröffentlicht habe, dass mir dann sofort unterstellt wird, Mira macht das, weil sie was gegen die Veganer hat und weil sie ihren Fleischkonsum, ihren angeblichen Fleischkonsum irgendwie rechtfertigen muss, und das ist Quatsch, aber es geht dann immer sehr schnell auf so eine individuelle, persönliche Ebene. Ja, das ist ja dann schwierig, weil dann auch Emotionen reinkommen. Nun muss man ja vielleicht den Unterschied mal klar machen zwischen Menschen, die sich vegan ernähren, und Menschen, die sagen, ich bin vegan oder ich lebe vegan, ich bin Veganerin. Das ist doch ein großer Unterschied, oder? Ja, genau. Das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Also da referiere ich auch immer mal wieder drauf, auch in den Vorträgen, dass das so ein Knackpunkt ist, mit dem es irgendwie schwer umzugehen ist, weil dieses Vegan-Sein, wenn ich sage, ich bin vegan, ich bin Veganerin, Veganer, dann macht das ja einen großen Teil der Identität aus. Also dann beziehe ich mich darauf ja nicht einfach als eine Handlung oder so, sondern das bin dann ich. Und da wird es eben schwierig, überhaupt ja in so eine Diskussion, in eine Analyse reinzukommen, weil jede Kritik am Veganismus dann zu einer Kritik an der eigenen Person wird. Und das wird dann abgewehrt, geleugnet, kommen dann Strohmann-Argumente, beziehungsweise wenn ich dann als Person diese Kritik äußere, dann wird sich an mir wiederum als Person abgearbeitet, und dann muss ja aufgezeigt werden, warum ich das gar nicht darf, weil ich irgendwie nicht zu der Szene gehöre, ich keine richtige Aktivistin bin, ich nicht 100% vegan bin. Also da werden dann ganz viele Ad hominems bedient oder bemüht, um ja die eigene Person da wieder so reinzuhalten. Du sprichst ja in dem Zusammenhang auch von einer fragwürdigen Identitätspolitik, übrigens nicht nur in der veganen Tierrechtsszene. Ich kenne das auch aus der linken Szene, aus der politisch aktiven Szene. Was meinst du denn mit dieser fragwürdigen Identitätspolitik? Ja, also das, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen hatte, ist also, dass die Identität des Veganseins, also dieses Ich bin vegan, über allem so steht. Erstens als moralische Erhebung oder auch Überheblichkeit, und zweitens eben, dass das ganze Sein, das ganze Ich, das ganze Leben nach dieser veganen Ideologie dann ausgerichtet wird, was auch teils dann in ganz, ganz absurden, grotesken Aussagen mündet. Also eine Bekannte von mir, die musste sich anhören, dass sie die veganen Werte verraten würde, weil sie halt Männer datet, die nicht auch vegan sind. Also da sieht man, dass das auch so ein religiösen Touch dann kriegen kann. Und also ich würde es jetzt nicht als Religion bezeichnen, aber es hat etwas, das der Religion ähnelt. Also es gibt dann zwar keinen Gott mehr, also es ist ein Glaube, der ohne göttliche Identität auskommt, aber so gewisser Sprachgebrauch innerhalb dieser Szene, also da wird dann von Erweckungserlebnissen gesprochen und davon, dass man ja jetzt geläutert sei und solche Sachen. Das ist relativ auffällig, und ja, das verhindert dann natürlich auch eine
Kritik und Auseinandersetzung damit, wenn das eben auf so eine Ebene dann gehoben wird, die automatisch halt die Kritik einfach ablocken muss, weil das etwas Unhintergehbares, Unhinterfragbares dann ist. Du sagst ja ganz klar, wer jedoch vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Veganismus schweigen. Denn eine Welt, in der alle gut leben können, ist allein durch die Änderung individuellen Konsumverhaltens nicht zu erreichen. Also geht es hier um Besitzverhältnisse, um Ausbeutungsverhältnisse und eigentlich um den Waren produzierenden Kapitalismus, in der ja, wie du schreibst, das Tier nicht nur eine Ware ist, sondern gleichzeitig auch was Produzierendes. Schräge Sache, oder? Ja, auf den ersten Blick vielleicht schon, aber wenn man sich das mal anguckt, also am Beispiel Kuh wird das, glaube ich, relativ, also der Milchkuh wird das, glaube ich, relativ gut sichtbar, die ja gleichzeitig ein Produktionsmittel ist. Ne? Also sie ist da in diesem Prozess halt eingespannt und hat einen Wert in sich, den sie da trägt. Und sie wird halt auch gleichzeitig als Reproduktionsmaschine benutzt oder ausgebeutet, wenn man in diesem veganen Sprachgebrauch halt mal bleiben will. Und das zu akzeptieren, also das Menschen, andere Lebewesen halt dafür benutzen, aus Kapital mehr Kapital zu machen. Das fällt manchen Leuten, glaube ich, sehr schwer und das ist aber leider notwendig, also zu akzeptieren, Tiere sind Maschinen in dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise. Das muss man, also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das erstmal akzeptiert und hinnimmt, dass das so ist, um sich dann Fragen zu stellen, wie kann man das überwinden? Und das kann ich eben nicht mit individuellem Konsum überwinden. Denn diese Vorgabe, dass der Einkaufswagen ein Stimmzettel sei, das ist eben Quatsch. Also so funktioniert das ja nicht, dass man jetzt irgendwie über seinen privaten Konsum die Weltwirtschaft irgendwie in andere Bahnen lenken kann. Das heißt, die industrielle Nutztierhaltung im Kapitalismus muss zu diesen Zuständen führen, die ja eine Katastrophe sind. Da kann einem ja nur übel werden. Also eigentlich lässt sich natürlich leicht verdrängen. Aber wenn man sich klar macht, ist das die logische Folge oder lässt sich das staatlich irgendwie einhegen? Es gibt ja so Bereiche im Kapitalismus, also auch in der Gesellschaft, in unserem demokratischen Rechtsstaat, die geschützt sind oder geschützt sein sollten. Energieversorgung, bestimmte Dinge, die eben nicht der Verwertbarkeitslogik unterworfen sein sollten. Wäre da die Lebensmittelproduktion, müsste die nicht auch dazugehören oder ist das eine Illusion? Illusionär, sage ich deutlich. Also das ist ja ein Bereich, der einfach ganz stark auf Profitmaximierung ausgerichtet ist und dazu werden nun mal Tiere benutzt. Das ist schrecklich und das sind katastrophale Zustände in diesen modernen Tierfabriken, denn das sind ja wirklich Fabriken, wo Tiere hergestellt werden geradezu und wo Tierprodukte hergestellt werden und es halt nur um Effizienz, um Steigerung des Profits geht. Also es ist eigentlich die moderne Landwirtschaft und tierische Landwirtschaft ist eigentlich eins der besten Beispiele dafür, wie Kapitalismus alles zerstört. Also da hängt ja dann ein riesiger, riesiger Schwanz dran von Umweltzerstörung. Und wenn man das global betrachtet, dass halt in Südamerika Soja angebaut werden muss, damit die Viecher dann hier in Europa genug Eiweißfutter bekommen, damit sie halt diese immensen Leistungen überhaupt erbringen können. Also natürlich muss man das kritisieren und natürlich gehört das abgeschafft. Da stehe ich total dahinter. Nur das funktioniert halt nur über eine Überwindung dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems und nicht, indem ich halt hingehe und dann die Sojawurst kaufe und den veganen Käse. Das ist dann halt nur eine weitere Nische, die der Kapitalismus sich ja wieder erobert. Also genau wie das der Biobranche und der Fairtrade-Branche passiert ist, das passiert jetzt beim Veganismus dann nochmal, kann man genau nachverfolgen, wie der Kapitalismus sich halt auch diese eigentlich ja ganz gute Idee, dass man Tiere halt in ethische Überlegungen mit einbezieht, dass der Kapitalismus sich diese Idee halt natürlich auch aneignet und da Profit draus schlägt. Kann einem ja auch wieder schlecht werden. Also es ist nicht nur das schicke Ware-T-Shirt, sondern es ist die Ethik auch als Ware. Also die Ethik als Ware mit einem Siegel wird prostituiert. Schreibst du ja, dass, also selbst wenn man ethisch empfindet und das Beste möchte, wird das wieder zu einem Siegel gemacht und vermarktet? Ja, genau so ist es. Also dieser Mehrpreis, den man bezahlt für das vegane Schnitzel oder für die Sojamilch, die in der Regel teurer ist als die Kuhmilch, weil es halt wesentlich weniger subventioniert wird, beziehungsweise gar nicht. Und da auch noch 19% Mehrwertsteuer draufkommen anstatt der reduzierten 7. Das ist was, ja, also durch diesen Mehrpreis, den du da zahlst, kannst du dir halt dein Gewissen dann sozusagen etwas leichter erkaufen.
Aber es ändert natürlich an den wirtschaftlichen Verhältnissen nichts. Und der Ruf nach veganem Kuchen ist halt, also führt zu nichts. So. Also müsste halt heißen, wir wollen nicht den veganen Kuchen, wir wollen die ganze Bäckerei. Also die Produktionsmittel sind es, wo man ran muss und eben nicht andere Produkte. Das ist ein guter Vergleich, den verstehe ich sogar. Kommen wir mal nochmal zu dem Thema Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung. Also das Buch heißt ja, klar, vier Beine gut, zwei Beine schlecht. Da geht es nicht nur um den Bambi-Effekt, dass es niedliche und kuschelige Tiere gibt und dann gibt es eben die was nützen oder in die wir was reinprojizieren. Der Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung, der treibt ja Blüten oder Zombies, was ja grausam ist. Also das fängt bei den Holocaust-Vergleichen an und hört bei Menschenhass und Vergewaltigungsfantasien auf. Hast du das persönlich selbst erlebt, solche Auswüchse? Ja, also sowohl on als auch offline. Online, also in veganen Foren, bei Facebook und in diversen Statements von veganen Organisationen, von Tierrechts- und Tierbefreiungsorganisationen findet man das tatsächlich zuhauf, mal zwischen den Zeilen, mal auch ganz deutlich formuliert. Also eine Organisation gibt es aus Süddeutschland, die ganz deutlich sagt, wir laden bewusst Rechte und Rechtsextreme ein, bei uns mitzumachen, denn es geht ja in der Hauptsache um die Tiere. Und dieser Schlachtruf, Hauptsache für die Tiere, alles andere ist egal, ist ja logisch, dass dann die Folge ist, dass man eine im Grunde genommen, also sich selbst als unpolitisch verstehende Bewegung hat, die nach allen Seiten hin offen ist und das auch ständig betont. Und dann, ja, die Frage ist, lässt man da jetzt AfD-Leute bei seinen Aktionen mitlaufen? Ja klar, die sind ja gute Tierrechtler. Dass das Menschenfeinde sind und dass sie den Tierschutz sich nur so auf die Fahne geschrieben haben, das spielt irgendwie keine Rolle. Mhm. Das heißt, diese Querfront, die kann man dann sehr gut beobachten? Die kann man ganz gut beobachten tatsächlich, ja. Und es sind erschreckenderweise eben viele Chefs, Chefinnen von diesen Organisationen, die das befürworten, die das auch zum Teil sehr aggressiv vermarkten sozusagen, dass sie sagen, wir sind offen für alle und alle dürfen mitmachen, sogar Fleischesser und Rechte. Also das ist eine ganz komische Kombination dort. Und das ist natürlich fatal. Also das ist ein ganz fatales Signal, dass man sagt, es geht um die Tiere und wir sind die Anwältin der Tiere. Das ist auch ein sehr beliebtes Narrativ. Und die Tiere können sich ja natürlich dann aufgrund ihrer Sprachlosigkeit gar nicht dagegen verwehren und sagen, nee, das ist aber nicht in Ordnung, dass hier jetzt irgendwie AfD-Leute und NPD-Mitglieder für Tierschutz und Tierrechte demonstrieren. Ich habe was Interessantes weiterhin gelesen zu Toleranz. Ein Freund von mir sagt, naja, ich bin Toleranz, man könnte auch sagen gleichgültig, also eher so scherzhaft, aber Sie schreiben ja über den Unterschied zwischen befreiender Toleranz und repressiver Toleranz. Was ist denn repressive Toleranz? Naja, diese Idee kommt ja von Marcuse aus der kritischen Theorie, den zitiere ich da an der Stelle. Und das heißt, dass das eine falsch verstandene Toleranz ist. Also dass wenn ich sage, ich toleriere den Nazi irgendwie, der für Tierrechte hier mitstreiten will und kritisiere seine politische Einstellung erstmal nicht oder die ist mir egal, weil er ja ein guter Tierrechtler ist, dann ist das eine fehlgeleitete Toleranz, also eine, die genau das Gegenteil dessen bewirkt, was Toleranz eigentlich sein sollte. Also die befreiende Toleranz ist, wie könnte man die beschreiben? Das wäre dann sowas, was eine deutliche Abgrenzung auch bedeuten würde oder müsste sogar, dass man eben klare Grenzen setzt. Also dass bis zu einem bestimmten Punkt halt in Ordnung ist, tolerant zu sein, aber dass das eher heißt, dass linke Strukturen, linke Ideen toleriert werden und eben nicht rechte Ideen dann genauso toleriert werden müssen, weil das dann ja also in der Konsequenz auch in einen neuen Faschismus zum Beispiel münden kann. Der gesund, sauber und ökologisch ist. Richtig. Sie haben ein schönes Wort geprägt, Eigenverantwortungspredigerinnen. Das hat mir gut gefallen, ein schönes, langes, ein deutsches Wort. Was sind denn Eigenverantwortungspredigerinnen? Sind das die, die sagen, über den Konsum kann ich es regeln und wenn ich sogar über meinen Lifestyle und über meine Identität kann ich die Welt verändern? Oder was meinen Eigenverantwortungspredigerinnen? Ja, das ist die richtige Richtung auf jeden Fall. Dieses Dogma des Neoliberalismus spielt da eine große Rolle, dass man über das eigene Sein in der Welt, über Konsumentscheidungen, über Kaufentscheidungen sich ein Ich zusammenbastelt,
das ganz eigenverantwortlich, ganz, ja, ganz nachhaltig und so weiter. Diese ganzen Worthülsen gehören da noch dazu, nachhaltig und bewusster Konsum ist da auch ganz wichtig. Es ist immer sehr bewusst und man entscheidet sich bewusst für das eine Produkt und bewusst gegen das andere Produkt und merkt halt gar nicht, dass man die angebliche Entscheidung halt zwischen Produkt A und Produkt B und Produkt C hat. Aber Produkt A, Produkt B und Produkt C sind halt unter kapitalistischen Verhältnissen produziert. Also es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt das eine oder das andere nehme. Aber ich kann mir dann einreden, dass ich da eine Entscheidungsgewalt habe und dass ich überhaupt halt noch irgendwas so als kleines einzelnes Rädchen in diesem riesigen System, das ja unüberschaubar ist für die einzelne Person, dass man sich da halt was zurückholt so an Verantwortung einerseits und an ja, Mitbestimmung andererseits. Aber das ist natürlich illusionär. Kann es helfen, sich klarzumachen, dass zum Beispiel wir beide ja extrem privilegiert sind? Wir haben den Luxus, uns darüber unterhalten zu dürfen, uns damit beschäftigen zu dürfen. Wir sind auch ja im Gewinner von Kolonialismus und einem System, was ja auf Ungerechtigkeit basiert in der Welt. Also wir sind die eigentlich die Gewinnerinnen und Gewinner und die Privilegierten. Ist das sozusagen auch wichtig, sich das immer wieder klarzumachen, dass wir nicht nur die Guten sein können oder dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt? Das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Und also um nochmal auf diese vegane Ideologie zurückzukommen, da gibt es dann so Strömungen, die halt dann indigenen Personen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben und dass sie das bitteschön nicht mehr essen und nicht mehr konsumieren sollen. Das ist natürlich eine unglaubliche Überheblichkeit und eine moralische Attitüde, die absolut unangemessen ist, weil das eben wirklich ganz vielen Menschen auf der Welt gar nicht möglich ist, solche Entscheidungen zu treffen. Und dass wir hier übervolle Supermarktregale haben, das ist natürlich ein Luxus. Das resultiert aus der kapitalistischen Produktionsweise. Und das ist nichts, was wir jetzt irgendwie verdient hätten oder so, sondern ja, da werden natürlich Bedürfnisse geschaffen und gemacht. Und der Veganismus ist da im Moment eben so das Feld, wo die größten Profite und Profitsteigerungen gerade noch möglich sind. Obwohl das inzwischen schon, also die Zahlen inzwischen sich schon ein bisschen gesetzt haben und also Anfang, so vor 6-7 Jahren, waren das noch Zuwächse von 15-20%, was Wahnsinn ist. Das hat sich inzwischen schon wieder ein bisschen reguliert, aber es geht halt immer noch weiter. Das heißt, der Wunsch, eine reine Weste zu haben und auf der richtigen Seite zu stehen, das Richtige zu machen, der ist ja relativ groß. Wir wollen ja im Grunde die Guten sein, wir wollen keine Monster sein und nicht böse sein, ist ja nachvollziehbar. Wenn das dann mit so einem Gestus der moralischen Überlegenheit herkommt, ich habe es ja gecheckt, ich habe es begriffen, dann wirkt das ja abwertend auf andere und ist im Grunde überhaupt nicht links und überhaupt nicht solidarisch und aufklärerisch. Richtig, und das Interessante ist, das versuchen halt alle, also egal ob vegan oder vegetarisch oder Biokonsumentinnen, alle sagen, das schreibt zum Beispiel Hila Seskin in ihrem Buch Artgerecht ist nur die Freiheit, die hat sich mit vielen Bauern und Bäuerinnen, mit Konsumentinnen, mit Produzenten unterhalten und sie sagen halt alle, ja, ich versuche es hier ein bisschen besser zu machen. Ich behandle meine Tiere besser als der Nachbarbauer. Oder die Biokonsumentin sagt, ich kaufe halt nur Bio und möglichst fair und zahle da auch gerne ein bisschen mehr, um das halt ein bisschen besser zu machen in dem Rahmen, wie ich das eben kann. So, dagegen ist erstmal ja nicht so wahnsinnig viel einzuwenden. Aber das führt dann eben sehr häufig dazu, dass man nicht mehr weiterdenkt. Also, dass da dann einfach Schluss ist, weil man sich eben sagen kann, naja, ich habe ja getan, was ich kann. Und damit erspart man sich dann die politische Analyse. Das ist natürlich gefährlich. Ist gefährlich, aber auch anstrengend, eine kritische Gesellschaftstheorie immer mitzudenken und sie vielleicht auch zu leben im Umgang. Nochmal zurück zum Anfang, zu diesen Missverständnissen und auch zu diesen, es hat ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dauerbeleidigte Identitätslinke, bösartig gesagt, ich erlebe das ja auch in den Debatten. Wie gehst du denn damit um? Also ich kann mir vorstellen, dass du auch Angriffe nicht nur von rechter Seite, von dem Buch bekommen hast und wenn du dich in der linken Szene aufhältst. Wie sind denn deine Strategien, wenn Leute empört, beleidigt reagieren, nicht mehr sachlich bleiben? Was findest du für einen Umgang damit? Was hast du da für eine Strategie? Schwierig. Also für mich selber, um das ja auszuhalten, funktioniert Humor ganz gut. Das also erstens nicht so ganz nah an mich ranzulassen, weil ich ja weiß, die versuchen sich an meiner Person abzuarbeiten, aber das erschwert dann eben auch die Diskussion miteinander. Und manchmal hilft das, manchmal hilft auch Nachfragen, also die Leute so ein bisschen zu provozieren und so, ja, jetzt sag doch mal, also wie wäre es denn besser und was sollte man denn tun? Und wenn man das dann so ein bisschen weiterspinnt, dann kommt manchmal hier bei dem einen oder der anderen vielleicht auch mal diese Erkenntnis an.
Also deshalb finde ich Fragen da ganz, ganz sinnvoll, weil man damit nicht so, also wenn man jetzt entgegnet, ich weiß es aber besser und es ist so und so, damit verhindert man selber dann halt häufig wieder die Diskussion. Aber manchmal merkt man auch sehr schnell, dass es sowieso zwecklos ist, weil die Gegnerinnen, Gegner gar nicht zuhören wollen und eigentlich nur bestätigt sehen wollen, was sie sowieso schon denken, nämlich dass Mira halt eine Fleischlinke ist und es gibt Fleischlinke, ja? Man mit ihr gar nicht diskutieren muss, genau. Also Fleischlinke ist so eine Fremdbezeichnung, die ich und meine kleine Gruppe sich jetzt uns so angeeignet haben. Und ich setze dann bei manchen Beiträgen schon drunter, dass der Beitrag halt gesponsert ist von der fleischlinken Mafia-Lobby des Weltjudentums, in der Hoffnung, dass Leute das auch dann als ironisiert verstehen. Also so dieser, ja, das so ein bisschen auf eine ironische Ebene dann zu heben kann manchmal ganz. Also Humor kann helfen, die belehrende Attitüde ablegen, sich verunsichern lassen, auch nachfragen, eigentlich übertragbar auf andere gesellschaftliche Konfliktpunkte und soziales Miteinander, oder? In gewissem Rahmen wahrscheinlich schon. Also ich merke auch, dass ich damit manchmal gegen die Wand fahre. So. Also dass Leute dann wieder sagen, jetzt mach dich doch nicht lächerlich und das ist voll das ernste Thema und so. Ja, aber wie soll man auf, also für mich halt lächerliche Gegenargumente, wie soll ich da reagieren? Also manches davon kann ich halt einfach nicht ernst nehmen. Oder wenn das dann auf einer sehr emotionalen Ebene wieder verhandelt wird, das kann ich zum Teil nachvollziehen, aber darüber kann man ja nicht diskutieren. Also ich kann ja nicht darüber diskutieren, dass es den Tieren halt in der Tiervernutzung schlecht geht. Ja, das ist so. Das ist schlimm. Und weiter so, also was müsste daraus folgen? Und eben nicht andere Produkte zu kaufen, sondern, wie gesagt, ne, die Bäckerei und so, Produktionsmittel. Also die Idee von einer solidarischen Gesellschaft und darüber zu streiten, zu diskutieren und Menschen ernst zu nehmen, zuzuhören und empathisch zu bleiben, wäre ein Weg? Das wäre auf jeden Fall also für jede Gesellschaft ein Weg. Und sich die Frage zu stellen, wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der das Leben für alle gut ist, also für Menschen und für Tiere und in der die Umwelt genutzt wird, aber so, dass sie nicht zerstört wird. Das sind ganz wichtige Fragen, ganz wichtige Punkte und da sind die Tiere natürlich als von uns abhängige Wesen mit einzubeziehen und mitzudenken. Aber bis dahin ist es, fürchte ich, eben auch noch ein sehr, sehr langer Weg. Bis dahin hoffe ich, dass du noch viel schreibst und auch noch viele Bücher. Aktuell könnte man eher sie das Buch lesen, Vier Beine gut, zwei Beine schlecht, zum Zusammenhang von Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung im Konkret Verlag erschienen. Mira, ich danke dir fürs Gespräch und dir einen wundervollen Tag. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Radio frei.